Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um Emily the Criminal. Ja, wir sind im Moment ein bisschen in der Zeit von Sundance, also von den heurigen Sundance-Filmen. Auch der hat bei diesem Wettbewerb heuer seine Premiere gefeiert und hatte die Gelegenheit, diesen Film anzuschauen. Ist der Debütfilm von John Patton Ford. Geht 95 Minuten und hat vor allem im Cast einiges zu bieten, wo jetzt ein paar wahrscheinlich mit den Augenbrauen zucken dürften, denn wir haben es da eigentlich mit einem Kriminalfilm zu tun, mit einem Kriminal-Thriller, und in der Hauptrolle ist Aubrey Plaza zu sehen. Ja, genau so, das habe ich mir auch gedacht, wie ich das gesehen habe, aber da war ich schon intrigued. Denn schon oft in der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, dass Comedic Actors, wenn sie dann mal tatsächlich Dramarollen annehmen, und zwar auch als Lead, dass das gar nicht so schlecht funktioniert, ja, vor allem auch in dem Bereich. Schauen wir mal, ob es da auch so ist. Also, Emily the Criminal. Ein Film mit einem Titel, der Programm ist. Denn genau darum geht's. Die Emily. Die Emily lebt in Los Angeles. Sie ist im Moment auf der Suche nach einem erfüllenden Job für sie selber. Sie hat einige Studienkredite zurückzuzahlen. Sie ist im Graphic Design unterwegs gewesen, also in ihrer Ausbildung. Das Problem, sie hat eine Vorstrafe. Sie ist einmal schlecht oder negativ aufgefallen dem Gesetz und somit tragt sie das jetzt mit sich herum. Hindert sie ein bisschen dran, wirklich an die Jobs zu kommen, die sie gerne hätte. Und dann arbeitet sie jobbt nebenher bei einem Food Delivery Service. Das heißt, sie kommt eigentlich jeden Tag genau dorthin, wo sie gerne wäre, nur nicht als das, was sie gerne wäre. Ja, wenn das jetzt irgendeinen Sinn macht. Und in diesem Job wird ihr dann plötzlich eine Telefonnummer zugesteckt von einem Arbeitskollegen, der ihr sagt, ruf dort mal an, der hätte vielleicht einen Job für dich. Das könnte sein, dass das was für die wäre. Und sie meldet sich dann dort und wird dann eben eingeladen an einen Platz, wo sich mehrere Leute, die es offensichtlich gleich geht wie ihr, sich treffen. Die setzen sich dorthin und dann tritt jemand vor sie. Ja, der stellt sich dann eben als Khalil heraus. Der sagt, wir haben einen Job für euch. Der ist jetzt nicht per se illegal, aber das ist eine Grauzone. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann können sie jetzt aufstehen und gehen. Sie bleibt da sitzen. Die Emily ist sehr interessiert daran und schaut sich das Ganze an. Stellt sich heraus, das ist ein Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat, gestohlene Kreditkartendaten zu verwerten. Um es jetzt einmal so zu sagen. Also sie arbeitet dann quasi für diesen Ring oder soll für diesen Ring arbeiten als jemand, der Kreditkarten bekommt, einen gefälschten Ausweis bekommt, eine neue Kreditkarte bekommt, Dinge kauft und dann einfach wieder verschwindet. Und die verkaufen das dann weiter. Im Grunde Kreditkartenbetrug auf großem Stil. So. Und sie hat dann auch einen Ansprechpartner, den Youssef. Der ist, ich glaube, der Cousin vom Khalil. Auf jeden Fall Teilhaber. Und somit gerät sie immer weiter in einen Strudel der Kriminalität, der sich für sie interessant darstellen am Anfang. Sagen wir es mal so. So, möchte nicht zu viel sagen, aber so ist ungefähr die Rahmenhandlung, die grobe Rahmenhandlung. Und die, während dem Schauen habe ich mir so gedacht, das ist eine wahnsinnig spannende Herangehensweise, wie man diesen Film so inszeniert. Denn im Grunde ist es ein sehr, sehr zynischer Blick auf die kapitalistische Gesellschaft an sich. Ja? Kapitalismus kommt da nicht gut weg in einem Film. Alles zusammen wirkt es so ein bisschen. Wenn ihr den Film kennt von den Safdie Brothers, Good Time, mit Robert Pattinson, der wirkt wie der Film da, wirkt so ein bisschen wie der coole kleine Bruder davon. So ein bisschen, der ist noch nicht so, der ist nicht so geschliffen, aber das ist der, mit dem man dann einmal gern auf ein Bier gehen wird. Ja? Und das ist irgendwie, ist mir der so vorkommen beim Schauen. Er ist wahnsinnig wuchtig inszeniert, durch seine Reduziertheit nämlich wuchtig. Denn der hat wirklich was zu sagen, der Film. Schlicht, reduziert, aber echt stylisch und cool. Der hat relativ viele satirische Spitzen mit. Also, wenn man jetzt zum Beispiel anschauen möchte, wie das erste Vorstellungsgespräch von unserer Emily so läuft.
mit welchen Tricks da gearbeitet wird. Da könnte man jetzt sagen, boah, das ist relativ base, aber es ist schon auch sehr realistisch. Ja? Genauso wie dann später, wenn es darum geht, dass sie wirklich ganz kurz vor einem tatsächlich relevanten Job steht und das sich dann herausstellt, dass es eigentlich ganz anders ist. Da habe ich mir dann auch gedacht, boah, ja, aber es ist schon sehr, sehr typisch, wie das Ganze so läuft. Das ist wirklich teilweise wirklich bitterböse. Das Ganze wird platziert hinterm Thriller-Vorhang, der aber, bitte erwartet euch von dem Film jetzt kein absolutes Action-Feuerwerk, sondern es wird eher sehr ruhig erzählt. Aber genau deswegen funktioniert es auch, dass die ganzen Meta-Kommentare und die ganzen Social-Commentaries wirklich genau dorthin treffen, wo sie hinkören. Nämlich ins Bewusstsein der Zuseher. Ich finde die ganz, ganz toll. Und jetzt kommen wir darauf, was ich schon angeteasert habe vorher. Es zeigt sich erneut, dass jemand, der aus dem Comedy-Sektor kommt, genau in solchen Filmen meistens richtig gut funktioniert. Aubrey Plaza, spektakulär. Sie sollte definitiv in der Konversation sein, wenn es Anfang nächsten Jahres in Richtung Filmpreise geht für die Rolle. Definitiv. Das könnte man machen. Da fände ich Argumente. Sie spielt wirklich desillusionierte, naive, verletzliche Frau gleichzeitig, die aber aus ihren Niederlagen lernt. Und die fällt einige Male auf die Schnauze in dem Film. Das finde ich übrigens auch ganz super. Man inszeniert sie da nicht als Mary Sue, die da in ein Konglomerat an Charakteren hineingeschmissen wird, in ein Setting, wo sie noch nie vorher Berührung hatte, zumindest nicht in dem Fall. Ja, sie hat eine Vorstrafe, aber nicht da. Und die macht Fehler. Die ist viel zu naiv. Die scheitert da. Die darf auch Fehler machen. Das ist Gott sei Dank wieder so eine Rolle, die nicht von Haus aus perfekt ist, sondern die, mit der begeben wir uns auf eine Reise. Die formt sich erst. Und das finde ich echt spannend. Auch cool finde ich, dass man sich in dieser ganzen Kernaussage verloren hat. Dass man auf diese Kernaussage vertraut, dass man weiß, welche Kraft in dieser Story an sich dahinter liegt. Und man hat es Gott sei Dank nicht für notwendig geachtet, da einen großen Romance-Subplot mitlaufen zu lassen, sondern das läuft alles irgendwie organisch mit. Und das finde ich super. Denn wenn man da jetzt auf das Element auch noch richtig eingegangen wäre, dann hätte sich der Fokus komplett verschoben und der Film wäre viel zu lang geworden. So ist er wirklich genau knackig. 1,5 Stunden. Ganz super. Und das Ganze ist dann trotz seiner schlichten Erzählung und trotz der Reduziertheit echt wahnsinnig spannend, weil sich die Personen, großes Rufzeichen, realistisch und organisch anfühlen. Den merkt, man hat in jeder Sekunde das Gefühl, das wäre wirklich so. Also wenn es so, genau so wird es sich anschauen. Genau so. Gerade weil jede einzelne Person ihre Flaws hat. Es ist keine perfekte Person da drinnen. Es ist kein glänzender Ritter auf einer Rüstung, der da reingeritten kommt und ihr da aus der Patsche hilft, sondern jeder hat seine ganz persönlichen Flaws. Jeder hat seine Fehler, jeder hat seine Dinge, aus denen er lernen muss. Auch unsere Emily, Gott sei Dank. Das Einzige, und da muss ich fast schon ein bisschen nitpicken, aber das Einzige ist, der dritte Akt ist ein bisschen überzeichnet. Da will der Film dann ein bisschen zu viel. Auch wieder in der Logik, leider Gottes, da braucht man ein bisschen eine Toleranz mit. Das muss man dem Film ein bisschen verzeihen können, dass der zum Schluss dann gewisse Fässer öffnet, die ich lieber zugelassen hätte. Da habe ich mir gedacht, meiste Schrott. Der ist nicht ganz ins Ziel gebracht, aber zumindest über die große Laufzeit drüber ist es ab. Wirklich beeindruckendes, aber vor allem wuchtiges Stück Kino. Ganz, ganz großartig. Von mir hat Emily the Criminal 8 von 10 möglichen Punkten bekommen auf meiner Skala. Ist somit wirklich eine große Sehempfehlung für euch. Ist einer der großen Überraschungen des heurigen Kinojahres und zeigt mir, dass das Filmjahr schon, ja, wir sind schon in einem guten Filmjahr unterwegs. Das passt schon. Gerade nämlich in den kleinen Filmen. Da findet man dann noch einiges, was wirklich, wirklich großartig ist. Unter anderem dieser. Schauen wir mal, inwiefern der bei uns verwertet wird. Ich hoffe, dass der sein Publikum finden wird. Damit darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.